Dann steige ich mal hinab in die unterirdische Passage. Wobei mir aufgefallen ist, dass ich, glaube ich, überhaupt keinen Hinweis dazu hatte, dass ich da hin soll. Oder habe ich ihn... Oh, Moment, Moment, die sind gefährlich. Wieso sind sie gefährlich? Ich wollte sagen... Vielleicht dachten sich die Entwickler, dass man einfach den nächstmöglichen Weg nehmen wird, wenn in dem Kartenabschnitt nichts ist. Aber diese kleinen, fiesen Kerle mit ihren Messern, diese laufenden Meter, sind aus Kurast, eigentlich. Durch den Mod sieht man sie schon viel früher. Und ich habe mich ganz schön erschrocken, oder beziehungsweise ich war überrascht, als ich sie gesehen habe. Denn sie haben eine Dornenaura oder einen Dorneneffekt. Auf jeden Fall ist es nicht gesund, wenn sie in der Nähe vom Kara sterben. Dann kommen da diese Splitter raus und man bekommt Schaden. Oh! Wow! Ich glaube, die gab es gar nicht im Vanilla-Spiel. Aber diese Monster kenne ich noch von Diablo 1. Die Horned Demons. Und das sind halt so Teile, wo ich mir denke, gut, dass ich die Mod-Version spiele und nicht die Vanilla-Version, weil das ist eine schöne Bereicherung, finde ich. Zusätzliche Gegner, besonders Gegner, die man sonst nur in Diablo 1 zu Gesicht bekommen hat. Damit kann man durchaus leben. Hashigane, keine Ahnung. Leather. Habe ich nicht ein paar Amulette gefunden? Attack Rating ist nicht schlecht. Und Energy. Ich gehe mal auf Attack Rating und Energy. Und Lichtradius. Nice. Ich habe mehr Lichtradius. Das kann ich wegschmeißen, es ist der tierisch. Beziehungsweise, ja. So, was ist da unten? Nichts von Interesse. Gut, weiter. Eine E-Rune. Nee, das wollte ich nicht. Ich habe übrigens ein paar Runen in ihre Schuhe gepackt. Jetzt hat sie etwas mehr Schutz. Meine Söldnerin. Gut, sie ist mir erst einmal gestorben, aber man muss es ja nicht zur Gewohnheit machen. So, in der Underground Passage gibt es einmal einen Weg, der um diese Berge herumführt, in den Sumpf, wo man den Baum findet für die Rinde, die ich brauche, um die Steine zu aktivieren, um nach Tristan zu kommen. Also hierhin. Und es gibt noch einen zweiten Ausgang, der weiter nach unten führt. Zu einer kleinen Truhe, glaube ich. Und den möchte ich natürlich auch noch mitnehmen, bevor ich herausgehe. Ui, Level Up.
Sie hinkt ein bisschen hinterher. Drei Level. Glaube ich. Aber da könnte es auch eine Rolle gespielt haben, dass sie zwischendurch gestorben ist. Ich weiß nicht, wie das in Diablo 2 gewesen war. Bekam man da einen XP-Malus? Resist Fire Shrine. Horn Demons. Ich freue mich immer noch darüber, dass ich sie wiedergesehen habe. Erst recht, weil ich erst vor kurzem Diablo 1 gespielt habe. Ich frage mich, ob da noch mehr Gegner kommen. Ich glaube, die Goldmen gab es in Diablo 2 schon. Aber Mudmen vielleicht? Oder Steingargoyles? Oder Succubi? Ich lasse mich überraschen. Hallo. Ich glaube nicht, dass da auch noch Gegner von Hellfire, von Diablo Hellfire dabei sind. Wie die vom Nest oder die von der Krypta. Daran würde ich mich erinnern. Aber vom Hauptspiel Diablo 1 sieht man schon den einen oder anderen. Also der Grund, weshalb ich keinen Paladin nehmen wollte, ist halt der, dass er eine Aura hat, die Schaden macht, unter anderem. Und damit läuft man eigentlich nur durch die Gegend und die Gegner fallen links und rechts von einem tot um. Sie kommen gar nicht erst dazu, irgendetwas zu machen. Und man muss sich nicht einmal anstrengen. Man ist einfach nur da. Finde ich persönlich ein bisschen langweilig. Gut, man muss jetzt den Paladin nicht mit dieser Aura spielen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die sicher fordernder sind. Weak. Superior Throwing Axe sollte gut zum Verkauf sein. Ganz schön verzweigte Gegend hier unten. Aber so langsam müsste ich zum anderen Ausgang kommen. Zur Öffnung nach unten. Noch eine Hashigane. Ein Sockel. Ich heb sie mir kurz auf, also für später, weil ich da in meinem schlauen Buch über die Notizen vom Mod, da habe ich gesehen, es scheint wohl eine Art Bug zu geben für die Chikane. Wenn sie einen Sockel hat und man da einen kleinen Diamanten reinsteckt, ich hatte mir da aufgeschrieben, dass da ein ziemlich beeindruckender Effekt rauskommt. Oder es war so vorgesehen, keine Ahnung. Nein, Oriana, was hast du getan? Kannst du dich zumindest verteidigen, bis ich da bin? Meine Güte. Ich glaube, sie war so sehr damit beschäftigt, zu mir zu kommen, indem sie gegen die Wand lief, dass sie sich nicht verteidigt hat. Eine Anwärterin für den Darwin Award. Das ist wirklich etwas weitläufiger, als ich gedacht hätte.
Aber es gab Horn Demons. Ledermäuse. Habe ich sie schon wieder verloren? Gut, das ist hier ein bisschen viel los, aber das sollte kein Problem sein. Dagger. Gab es da nicht ein Spiel, das Daggerfall hieß? Oder war das ein Teil von einer Spielreihe? Wahrscheinlich ist das in meiner Spielersammlung unter den 300 oder mehr Spielen, die ich noch spielen möchte. So. Wie The Witcher 3. Und so. Es ist nicht so, dass ich darüber nachdenke. Ich muss mich noch hin und wieder auch ein bisschen auf das Spiel konzentrieren. Deshalb die Pausen. Endlich! Ein Zepter. Heute ein König. Oder eine Königin. Gut, ich werde wahrscheinlich keine Königin, aber... Hilfe! Nicht gefährlich, aber lästig. Und Spinnenviecher. Waren die schon im Vanillaspiel? Spinnen. Tarantula. Und die Truhe. Geht noch. Das kann weg. Ich identifiziere das mal kurz nur, damit ich weiß, dass das Müll war. Man kann ätherische Waffen eigentlich nicht reparieren. Das ist der große Nachteil. Dafür haben sie einen höheren Grundwert im Angriff, beziehungsweise bei Rüstungen mehr Verteidigung und niedrigere Voraussetzungen. Die kann man leichter tragen. Und benutzen. So, klick. Das ist so viel Schaden. Über Zeit. Und natürlich, wie gesagt, wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll, wenn sie Giftresistenz haben. Chipped Obsidian. Apropos Edelsteine. Ich hatte vorhin auf Screen versucht, einen besseren Bogen für Orianna zu bekommen, indem ich 3 Chipped Edelsteine in ein Flort umgewandelt habe, einen magischen Bogen genommen und ihn in die Kiste gesteckt. Und das Ergebnis war bescheiden. Ja, das ist eben sehr zufällig. Man kann da Pech haben oder Glück. Jetzt hat die magische Waffe zwei Sockel, aber der Effekt von der Waffe, wie zum Beispiel dieser Edelstein-Effekt, Glacial Spike,
Der gilt bei Edelsteinen nicht, wenn es schon eine magische Waffe ist. Nur bei normalen gesockelten Waffen. Also würde ich diesen Special-Effekt verlieren. So, ich muss zurücklaufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte drei kleine Edelsteine verschwendet. Und jetzt habe ich drei weniger. Und Moment. Und ich bin hier falsch. Aber ich denke, das ist zu verkraften. Edelsteine werde ich wohl demnächst wiederfinden. Ich sollte nicht so sehr drüber trauern. It's a long road to ruin. Oh, sorry. War diesmal keine Absicht. Da habe ich Pink erwischt. Oder The Brain. Ups, das war The Brain. Oriana hat sich wieder teleportiert. Das macht sie aber irgendwie nur, wenn man es gerade nicht braucht. Run. Gut, ich könnte ein bisschen mehr rennen. Ich habe hier etwas Ausdauer. Wenn ich daran denke, dass es später, viel später, Gegner gab, wo ich so viel rumgerannt bin, dass mir die Ausdauer ausging.